Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 und mit dem Fraktionstag bei mir hier bei der neuen Monarchie. Geht gleich los. Hier sieht man die schönen drei Banner: Tote Orbit, neue Monarchie und Kriegskult der Zukunft. Ja, im Moment trage ich komplett die Gear vom Toten Orbit noch vom ersten Tag an. Und jetzt kommt gleich die neue Monarchie. Ich hoffe, ich kriege das, was ich brauche an Gear. Und ich habe einzulösen. Schauen wir mal eben kurz. 306 Tokens. Und die werde ich auch fast alle raus, oder werde ich alle raushauen, weil sonst sind die verschwunden. Also die werden sich auflösen morgen. Macht's nur beim Reset. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wann der Reset. Dann ist es morgen 23. Januar, ist morgen der Reset, dann sind die alle weg, wie gesagt. Zudem gibt es auch neue Infos, die haue ich dann auch in die Beschreibung. Also Bungie hat sich jetzt geäußert zu den Erneuerungen, die jetzt bald kommen. Und zwar gibt es dann 6 vs. 6 PvP-Matches, heroische Strikes mit Modifikatoren, Strike-Scoring und mit dem Meisterwerken zumindest im Ansatz eine Rückkehr der Zufallsperks etc. Diese Infos haue ich aber auch in die Beschreibung, also guckt da mal rein. Seite Link ist zu meinem O und die Jungs machen es mal gut. Zudem stehe ich hier gerade bei Zavala, weil ich will noch kurz zeigen, Mitternacht und Nacht und Namen könnt ihr euch hier noch holen. Ne? Ihr müsst aber 200 Tokens, also Fohu-Tokens abgeben, damit ihr hier Mitternacht und Namen wegholen könnt. Die Kosten sind hier natürlich 20 Liga der Bruchstücke und 10 Fu-Tokens, aber wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall, ist die beste, oder ist das beste Scout-Gewehr im Spiel, also auf jeden Fall mitnehmen. Lohnt sich, nicht vergessen, und ihr müsst halt hier oben 200 Fu-Tokens abgeben, geht leider nicht anders, sonst könnt ihr das Ding nicht kaufen. Aber jetzt gehen wir zur neuen Monarchie und lösen die Tokens ein. Wie gesagt, ich will die Gear komplett haben und ja, mal schauen. Eigentlich mit 30 Gramm, die ich gleich wegholen werde, da müsste ich eigentlich die Chance haben, dass ich meine komplette Ausrüstung voll bekomme. Sie hat Waffen droppen, so viel ich weiß nicht. Haben sie nicht reingenommen. Es droppt dann nur die Waffe bei der Fraktion, die nachher morgen gewinnt. Also das Automatikgewehr. Es gibt bei jeder Fraktion im Moment ein Automatikgewehr. Ich gehe davon aus, dass Kriegsgut der Zukunft gewinnt. Und deswegen gibt es da dann wahrscheinlich das Automatikgewehr morgen. Aber nicht so schlimm, weil ich finde die neue Monarchie, also die Ausrüstung, die es da gleich gibt, finde ich sehr schön. Und ja, habe die Ornamente auch schon freigeschaltet. So, wir fangen direkt an. Mal gucken, wie ich es hinkriege. Einheit und Stärke. Genau, so, da hole ich mal ein paar raus. Wie gesagt, die ganze Gear, die wir hier haben, ne? Hier sieht man ja auch oben 2 Primärengramme nötig, dann hier 4, dann 6, dann 8 und dann 10. Die Sachen droppen natürlich jetzt so aus den Engramm auch raus, aber eventuell muss ich hier auch was kaufen, muss mir gucken, wie ich das time. Rüstungsornamente sind ja auch ein Monarchen-Löwe-Ornament, dann Monarchen-Löwe-Ornament, als Monument-Löwe, ja, läuft. So, jetzt fange ich direkt an, hau die ersten raus hier. So, ich kann ja mal eben kurz reingucken. So, wie gesagt, es gibt im Moment nur das hier, die Gear. Also, hier stehen noch ein paar Waffen, das sind aber... Waffen kommen auch noch. Gleich mal gucken. Naja, auf jeden Fall die Sachen will ich auf jeden Fall alle haben hier, sondern damit ich dann halt irgendwie so aussehe. Weil ich finde, das sieht schon ziemlich stark aus. Also, nice. Einfach schön. So, erster Loot. Okay, Geist gekriegt und Welfried Beutezug und dann Ehrengrad. Okay, gibt es auch noch ein paar Waffen. Hä? Gut, wollte ich gerade sagen. Ja, ist das schon mal gut. Was für ein Power-Level hat das Ding hier? 326 und die 326. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil die habe ich ja auch schon hier. Die habe ich nämlich beim Warlock, das Schwert hier, das haue ich gleich weg. Brauche ich nicht. Und die Sniper brauche ich auch nicht. Wie gesagt, alles Low-Power-Level brauche ich nicht, haue ich weg. Der Geist, mal gucken. Den gucken wir uns mal schnell mal an. Löwenhülle, Geisthülle. Oh, cool. Das sieht ja ganz nice aus. Für Geister, die neue Monarchie unterstützen. Okay, was haben wir denn hier? Verbesserter ETZ-Depotfinder. Spüre die Post innerhalb eines 40 Meter Radius in der ETZ auf. Und dann haben wir hier noch ETZ-Scanner. Chance auf zusätzliche Gruppenverbrauchsgegenstände in der ETZ. Das ist ein guter Geist. Ich setze ihn auch erstmal ein. Auch wenn ich hier jetzt den Exo-Sakira-Geist rausnehme. Wäre nicht so schlimm. So, gucken wir weiter hier. Gut, tut immer gut. So, okay. Das ist natürlich jetzt nicht so gut hier, was ich hier alles kriege. Ja, die Shader, super Sache, aber ich brauche, ich will meine Ausrüstung haben. Deswegen, wie gesagt, die haue ich jetzt immer weg. Da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Ich will einfach nur hier meine Ausrüstung bekommen. Bis jetzt kam noch nichts. Das ist natürlich blöd. Da muss ich natürlich aufpassen nachher mit meinen Tokens, damit ich sonst die dann kaufen kann. Weil, wie ihr seht, hier kostet die Sachen natürlich auch legendäre Buschstücke und neue Monarchie-Tokens. Sonst müsste ich da irgendwie ein bisschen anders machen. Also ich muss auf jeden Fall 10-mal, also 200 Tokens müsste ich auf jeden Fall abgeben hier bei ihm, damit er hier bis zum Helm kommt. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ich bin jetzt nicht heiß auf die Waffen, sondern auf die Ausrüstung. Wieso kommen die hier nur Waffen? Was soll das? Wollen die mich veräppeln? Den Kram brauche ich nicht. Naja gut, es gibt zumindest Material, ne? Immer Ehrengrad. Was soll das? Also wirklich. Für
Einigung, okay. Kehre sicher zurück. Was soll das denn? Also ich bin gerade so ein bisschen irritiert und ich finde es auch gar nicht so lustig, um ehrlich zu sein. Weil die Sachen, ich meine, gut, ich kriege jetzt näher an der Bruchstücke und so, dafür kaufen wir gleich die Sachen direkt. Ich habe auch ein paar mehr Tokens gefarmt, aber da weiß ich zumindest bei den anderen Fraktionen, dass ich auf jeden Fall Tokens mehr farmen muss, 100, damit ich hier die Sachen noch kaufen kann. Das ist natürlich ein bisschen übel, wenn man natürlich denkt, man braucht nur 200 und dann kriegt man die Ausrüstung oder doch nicht. Okay, da habe ich nochmal hier erstmal Monarchen-Löwe-Ornament hier, das hier gekriegt. Ich habe die vier habe ich jetzt alle erfüllt hier. So. Ah, Monarchen-Panzerhandschuhe. Okay, das sind die ersten, die hier, die brauche ich schon mal nicht kaufen. Okay, das ist super, das finde ich schon mal gut, weil die will ich auch haben, wie gesagt. So, Monarchen-Panzerhandschuhe, die gucken wir uns erstmal kurz genauer an. Monarchen-Panzerhandschuhe, die Vollstrecker müssen mit aller Macht die Rechte anderer aufrechterhalten, bis ein großer Anführer diese Last auf sich nehmen kann. Gesetze der Vollstrecker, Band 6. Ja, so sehen die normal aus, ja. Bisschen langweilig, sag ich mal, aber ich habe Glück, ich habe noch das Ornament bekommen, Monarchen-Löwen-Ornament, und dann sehen die Dinger ziemlich geil aus. Zack, mit dem Löwen drauf, das hat schon richtig Power, finde ich, das sieht schon ganz nice aus. So ein Ornament kann ich hier auch, Mod kann ich auch einsetzen, aber ich ziehe es jetzt erstmal später erst an, aber die habe ich schon mal saved, das ist schon mal gut, das freut mich. Und dann sehen wir zum Schluss natürlich auch die Ausrüstung, wie ich sie trage. So, gehen wir mal weiter. Ah, gut. Gut, da habe ich hier die Schuhe auch gekriegt, Monarchen Beinschienen. Das ist auch schon mal nice. Jetzt kommen sie langsam hier, danke. Vielleicht müsst ihr auch mal rausgehen hier und wieder zurück da zum Engramm abgeben, so wie ich es gerade die ganze Zeit mache. So, Monarchen Beinschienen einmal hier. Auf deiner langen Suche darfst du nicht vergessen, dass wahre Anführer andere zum Folgen inspirieren. Tyrannen mögen über belanglose Macht verfügen, aber schon bald werden sie ohne Gefolge sein. Gesetze der Verstrecker, Band 13. So sehen sie normal aus. Eigentlich auch schon ganz gut. Aber natürlich hier das Ornament rein hier. Monarchen-Löwen-Ornament. Dann sehen sie natürlich wieder richtig gut aus. Zack. Und ich finde, das hat schon richtig schönen Style. Also das ist sieht schon richtig nice aus. Hat auch richtig lange gedauert, die Ornamente zu farmen. Weil ihr müsst ja irgendwie zig Leute mit Supers erwischen und dann 15 Patrouillen noch machen auf der ETZ oder in der ETZ und immer so weiter. Also da habt ihr auch irgendwie ganz schön was zu tun noch. Also ich habe gestern Sonntag ganze Zeit gezockt, nur um hier unten deine die Ornamente vollzukriegen. Also die hier, die Rüstungsornamente. Das hat echt sowas von lange gedauert, bis ich die fertig bekommen habe. Ich stehe da nicht mehr genau, was man machen muss. Nur auch hier trage halt Monarchenausrüstung hier, neue Monarchieausrüstung in der Dämmerung. Das mache ich aber nicht mehr, weil die Helme geben sich nicht viel, aber sonst die Sachen, die kann man noch so alleine schaffen. Und Dämmerung, ja, Pech gehabt, sag ich mal. Aber das hat schon ein bisschen gedauert, unten die Sachen zu farmen. Aber es geht auf jeden Fall. Aber ihr müsst halt viel Zeit investieren. So, oh, Sparrow, okay. So, ich gehe mal wieder, ich, wie gesagt, ich gehe jetzt immer raus jetzt hier. Du bist ja der Wald jenseits der Welle, Tita. Und gehe dann gleich wieder rein. Vielleicht hat das irgendeine Auswirkung, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, die Waffen, weg damit, hole ich mir die Materialien raus. Das ist eher das Low-Level, wer will sowas? So, dann habe ich noch einen Sparrow gekriegt, das ist auch schon mal ganz nett. Ich hau mal einen weg hier. Welchen hau ich denn weg? Riss hau ich mal weg. Wenn ich ein bisschen Platz habe hier. So, Löwenrenner, Transportmittel. Geschmeidig und flink schreitet der Monarch. Ja, läuft. Sieht auch ganz okay aus. So, getunter Antrieb und dann haben wir hier Vernierdüsen. Oder Vernierdüsen. Ich zweifle okay. Nicht daran, dass ich. Nehme ich mir einfach mal rein, damit ich halt mein Monarchie-Gedöns voll habe. Ist nicht so schlimm. So, machen wir mal direkt weiter. Ja, hoffen wir, ich kriege noch ein bisschen mehr, damit ich ja nicht so viel kaufen muss. Ah, oh, schade. Ältere Schwester 3. Blitz und Donner. Ja, wie gesagt, das brauche ich nicht. Das haue ich weg. Welle, wie gesagt, das ist irgendwie. Mit denen spiele ich eh nicht mit den Waffen. Also, toll, super Sache. Aber ich habe meine Waffen, die ich brauche, mit denen ich spiele. Ja, man hat ja immer seine Lieblingswaffen mit den Spielmann dann. Das ist halt im Moment hier bei dem Schar hier Mitternacht und Namen. Dann Uriels Geschenk und hier natürlich Applaus, Applaus. Das sind im Moment meine Lieblingswaffen so. Und die anderen, die sind eigentlich eher, ja, egal. Die neue Monarchie begrüßt dein Interesse, Hüter. Okay, das ist gerade nicht so gut, was ich hier gerade kriege wieder. Das ist nicht so schick, nicht so toll. Direkt weg. Krönungszeichen. Ist das der Mantel? Ah, okay. Gut, da ist schon wieder was Neues gekommen. Das ist auch schon mal gut. Das brauche ich auch schon mal nicht mehr kaufen.
So, was haben wir denn hier? Krönungszeichen, Titanzeichen. Den größten Verdienst findet man im Innersten, doch man sollte ihn mit luxuriöser Kleidung und Stil nach außen tragen. Gesetze der Vollstreckerband 1. So sieht er normal aus. Ja, irgendwie aus wie so ein Teppich. Aber mit dem Ornament sieht er schon wieder ganz anders aus. Wusstest du, dass über die Hälfte das sieht auch schon wieder nice aus, finde ich, ja. Also es sieht halt, jeder hat einen anderen Geschmack, aber ich finde es halt sehr schick, sehr schön. Das finde ich sehr gut. So, machen wir noch weiter. In Einheit und Stärke. So, jetzt habe ich drei Sachen gekriegt, glaube ich. In der Brustschutz fehlt noch, ein Helm auch noch. Ich könnte ich jetzt kaufen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch erstmal. Wie gesagt, ihr müsst halt wahrscheinlich ein paar Tokens mehr farmen. Wie gesagt, oder ihr habt Glück, ihr bekommt die ganze Ausrüstung, kommt ganz drauf an. Ich kaufe die jetzt direkt hier. Kostet natürlich auch ein bisschen was. Aber bevor ich gleich die ganzen Tokens wegknalle noch hier, kaufe ich mir die erstmal direkt und lege erstmal gleich den hier an hier. Aber die Stadt und ihre Bewohner profitieren. So, davon. Da haben wir erstmal den Helm noch, Monarchenhelm. Als Vollstrecker zu dienen, ist Pfeiler der Stadt zu sein. Tue dies erhobenen Hauptes, Gesetz der Vollstreckerband 2. So sieht er halt normal aus und so bleibt er leider auch normal. Das Ornament habe ich hier leider schon. Oh, schade, doch nicht. Ich habe mich schon gewundert. Ja, leider, sonst würde er halt so aussehen. Ja, kannst du mir zeigen. Also auch nicht viel anders, so reich, ja. So sieht er ein bisschen, sag mal, geleckter aus, der Helm. So sieht er ein bisschen zerrockter aus, aber macht nichts. Wie gesagt, da komme ich jetzt nicht mehr zu wahrscheinlich, den Helm zu holen. Wie gesagt, man muss halt die ganze Monarchie-Kleidung tragen und dann müsst ihr die Dämmerung nochmal machen, aber da komme ich leider nicht mehr zu. So ein Pech aber auch. Du hast neu und dann natürlich den Brustschutz. Monarchenpanzer, Brustschutz. Gewinnmöglichkeiten werden sich als Teil unserer Mission darstellen. Machtgewinn und finanzieller Gewinn. Lehne sie ab. Gesetze der Vollstreckerband 12. So sieht er normal aus. Auch ganz schon ganz okay, sag ich mal. Aber ich habe das Ornament hier noch. Und zwar wieder Monarchenlöwe-Ornament. Und das sieht natürlich auch wieder ganz nice aus. Das hat, wie gesagt, ordentlich was. Und die Perks sind ja erstmal nebensächlich, wie gesagt, eigentlich, wie gesagt, wisst ihr ja auch, ne, exotische Sachen haben extra Perks, aber die legendären im Moment nicht. Aber Bungie hat schon gesagt, sie werden dann jetzt so Meisterwerk-Ausrüstungen auch rausbringen, genau wie bei den Waffen, also bleibt dann, haben wir dann Glück und dann können wir ein bisschen mehr machen. So, ich lege die erstmal an. So, sieht auch schon mal ganz stark aus, würde ich sagen. Guter Helm, bisschen Pech gehabt, sag ich mal, aber... So ist das schon mal ganz nice. Was hier irgendwie. Ah, ein bisschen dunkel hier. Ah, hier ist das schöner. So, sieht auch schon mal ganz nice aus. Sieht aus wie ein schöner Ritter. So. Kommen wir noch ein bisschen rumfuchsen hier. Warte mal. Den Helm, weil mir ja nicht gefällt. Dann setze ich natürlich einen anderen auf. So, den kleide ich. Den mache ich aber jetzt erstmal ein bisschen bunt, den Helm. Und zwar ist das hier Neue Monarchie. Trunkvoll. Mal gucken, was besser aussieht. Oh, der passt doch richtig, oder? Boah, der passt. So, dann habe ich dann meine Rüstung erstmal so, wie sie sein soll. Das sieht auch schon mal richtig nice aus. Joa, das hat was. Da bin ich mir zufrieden. Das ist schon mal schick. Schick, schick, schick. So, jetzt holen wir noch die anderen alle raus hier. Weil den Rest brauche ich ja alles nicht mehr. Habe ich jetzt ja alles. So, und dann... sind wir auch gleich schon durch. Wie gesagt, müssen ein bisschen taktieren. So wie, ein bisschen, so wie ich. Und wie gesagt, jetzt hau ich mal eben kurz noch die Sachen raus hier. Weil die Tokens verschwinden, wie gesagt. Also müssen wir die alle raushauen. Die werde ich jetzt aber gleich alle recyceln. Wie gesagt, die brauche ich nicht mehr. Und ja, das waren jetzt alle Tokens. Wie gesagt, so könnt ihr jetzt auch machen. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Glück wie ich. Und habt auch genug gefarmt, dass ihr eure Ausrüstung so bekommt, wie ihr die haben möchtet. Ich bin damit sehr zufrieden gerade. Und ich werde jetzt erstmal ein bisschen, wie gesagt, recyceln hier. Und viele Sachen brauche ich halt einfach nicht. Die kommen einfach weg, wie gesehen. Doppel-Loot braucht auch keiner. Ich muss halt noch ein paar Sachen hier infundieren, wie gesagt. Damit ich halt die Gier hier auch so hoch bekomme, wie ich sie haben muss. Das mache ich mal eben kurz. Ich probiere natürlich, das eben bei jedem hinzukriegen. Mal gucken, ob das wirklich klappt. Abwarten. Na gut, ich muss leider überall noch einen Mod einsetzen, muss ich auch noch. Naja, nicht so schlimm, sag ich mal, nicht so schlimm. So, ich muss natürlich auch darauf achten, dass ich nichts Falsches hier. Einen von dir natürlich die alte tote Orbit-Ausrüstung, das ist natürlich auch drin. Ne? Ich darf natürlich nicht rein infundieren, das wäre natürlich doof. So, den Helm habe ich schon. So, jetzt setzen wir hier noch ein paar Waffenmods ein. Was nehmen wir denn hier? Lass mich mal...
wir hier? Was machen wir hier? Kinetic Balance mit Modifikation. Ja. Aber Granat machen wir rein. Ich spiele eh meistens mit der Fähigkeit hier. Arcus, ne? Hier, mit dem hier spiele ich meistens Stürmer. So heißt das genau. So, was haben wir hier? Health ist auch immer gut. Natürlich alles vorher gefarmt, ne? Mods, alles vorher fertig gemacht, hat richtig lange gedauert. So, das hier, Arcus Vorbild Modifikation. So, da haben wir den Char jetzt auch auf 335, so wie ich ihn haben will. Das kann weg. Wie gesagt, Doppelblut will keiner. Ich muss halt nur darauf achten, dass ich die falschen jetzt hier wegmache. Das wäre natürlich richtig doof. Aber eigentlich sieht das so ganz okay aus. Dann kann ich nochmal einen Helm wegmachen. Obwohl, warte mal, kann ich hier rein infundieren. So, da muss ich irgendwann nochmal mein ganzes Gear mal aufräumen, sag ich mal. Aber so habe ich ihn jetzt, wie ich ihn haben will. Ich könnte natürlich nochmal kurz ein paar Sachen hier nochmal einsetzen hier. Für die neue Monarchie, wie gesagt, mal gucken, wie er aussieht. Das ist ein Namen. Ja, machen wir hier mal rein. Wie sieht das hier mit aus? Auch ganz nice eigentlich. Aber ich nehme erstmal den hier. So, dann rüsten wir, machen wir eben alles eben auf neue Monarchie-Style hier. Verbinde die Schilde, dann schauen wir, was passiert. Ist so alles so, wie es sein soll. Ich glaube, den habe ich schon auf meinem Monarchie-Style. Jo. Ja, so sieht er doch fett aus, oder nicht? Wie findet ihr ihn? Ich kann noch ein bisschen durch die Gegend rennen und ein bisschen rumposen hier. Aber wie gesagt, da steckt richtig viel Spielzeit drin. Wie gesagt, das hat richtig lange gedauert, war richtige harte Arbeit. Ich bin auch sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, sag ich mal. Das war echt ein Balanceakt mit der Zeit. Aber wie gesagt, jetzt habe ich ihn vollständig, so wie ich ihn auch haben möchte. Und gut, der Helm ist halt Pech, aber macht nichts. Hauptsache, ich konnte es ein bisschen variieren. Die anderen Ornamente hatte ich alle und damit bin ich sehr zufrieden. Und ja, das war jetzt hier der Loot und das ist schon mal nice. Oh, so ein kleiner Bug hier. Lass mal eine Runde tanzen hier. Kurz mal angucken. Ja, eine coole Sache. Und nochmal danke fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Witz. Reingehauen und tschüss.